Das Gesicht von Darius Kampa ist vielen immer noch durch seine Zeit im Profifußball bekannt. Maske auf. Spread hope, not the virus. Für einen Sieg gegen das Virus. Mit seiner Kampagne Victory over Corona bespielt der ehemalige Profitorwart nun ein anderes Tätigkeitsfeld. Also ich selber habe mich ganz, ganz schlecht gefühlt. Ich hatte Sorgen und ich hatte auch Angst, weil ich natürlich Eltern habe und auch Schwiegereltern. Und da gab es ja sehr viele negative Bilder und diesen Überbietungswettbewerb, wie ich so mal sage, an negativen Schlagzeilen. Und ich hatte den Eindruck, dass vielen Menschen so die Sicht auf eine positive Zukunft versperrt. Und dann habe ich halt eben gesagt, ich muss irgendwas dagegen unternehmen. Ziel der Kampagne ist es vor allem, Dinge aufzuzeigen, die in der aktuellen Situation Mut, Hoffnung und Zuversicht geben. Da geht es uns auch um den Begriff Change Your Attitude, also ändere deine innere Einstellung. Wir können die Situation nicht ändern, das ist klar. Aber wenn wir uns vor Augen führen, dass viele, viele Dinge schon gut laufen, wird sicherlich auch der eine oder andere ein bisschen zum Umdenken geleitet. Und das ist unser Ziel. Darius Kampa will die schlechten Nachrichten nicht ignorieren, aber er konzentriert sich auf die positiven Meldungen. Wir haben sehr, sehr viel Zuspruch, viele Menschen, die mir E-Mails schreiben, die sagen, das ist genau das, was wir im Moment brauchen, was natürlich total erfreulich ist, weil man fühlt sich ja bestätigt und ich hatte bis jetzt keinen, der gemeint hat, das ist wirklich überhaupt nichts, beziehungsweise ist nicht gut, was wir da machen. Weil sich das Virus nur zusammen bekämpfen lässt, hat Darius Kampa die Kampagne auch in 5 Sprachen angelegt.